Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel Welpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Hallo Kate. In der letzten Folge haben wir für die Bruderschaft die Mission in Fort Strong abgeschlossen. Und ja, man sieht, bin ich jetzt hier nicht alleine unterwegs, mein Gott, sind ja schon viele Leute, sondern habe mir Verstärkung geholt für den Super Duper Mart, wo wir jetzt hingehen, wegen der Abernathy-Mission. Ja, ne, machen wir das. So, und ich frage mich jetzt, warum sind hier so viele Leute? Da ist dieser eine Starlight Drive-In. Die hocken hier einfach nur und haben nichts zu tun. Naja. Irgendwann tue ich hier mal so ein paar Sachen hinstellen, nehme ich an. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ich kümmere mich erstmal um meine Basis. Und ja. Auf zum Super Duper Mart. Hat die Kate bestimmt auch Bock, ne? Irgendwann zu töten. Kann ich mir vorstellen. Was haben wir denn da oben schon wieder? Kann man da hoch? Weiß nicht. Okay. Hoffentlich ist das genauso wie in Fallout 3. Einfach nur ein paar Raider. Wer nicht? War man nicht schon mal hier irgendwo? Weiß ich gar nicht. Oh Gott. Da machen wir erstmal einen kleinen Umweg. Ich sag für. Ach ne, Ghule sollen wir ja erlegen. Ich denke die ganze Zeit nach, was könnten wir dabei kämpfen? Aber es geht ja darum, Ghule zu erlegen. Also machen wir auch. Okay. Das hier für die Tore. Divided, kein Treffer. Pouring, kein Treffer. Rhombus, kein Treffer. Boah. Answers. Outcome. Meine Güte. Stunt. Also. Danke. Türfernsteuerung. Ja. Tür öffnen, bitte. Status geschlossen. Ja. Ist mir klar. Ich dachte immer, dass diese Terminals reine Zeitverschwendung wären. Super, duper Mart. Torta, schalt sie aus! Torta, was für ein Ding? Ich wollte schon sagen, wenn du der eine gewesen bist, ne? Ich habe gerade auf den geschossen. Hast du mich genannt Trotter? What's up? Muss mir unbedingt am Ende des Tages sagen, was das bedeutet. Ja, bei dabei benutze ich nicht, weil Strahlung bekomme ich. Oh, hallo. Railroad? Ist irgendwo hier? Oder was bedeutet das? So ein Strich in der Mitte? Ich weiß nicht mehr. Mal schauen. Vielleicht ist ja hier jemand. Ich könnte mir vorstellen, als wäre so eine wiederholbare Mission. Egal, das gibt uns wenigstens den Grund, hier den Super Duper Markt zu erkunden. Oh. Nein. Warte mal, Fusionskern. Natürlich wieder jeden einzelnen Müll hier mit. Wird eigentlich nicht so schwer sein hier. Boah, oh Gott. Hey. Ganz normal. Hier habe ich locker weg. Weil da wartet wahrscheinlich wieder irgendein Legendärer oder so, ne? Wenn mich fertig macht. Ja.
Was? Gut. Oh. Ich wollte schon immer gern die Köpfe von Tortern einschlagen. Warum nennst du sie so? Das wird irgendwann mal erklärt. Oh, ich nicht gut, dass die ganze Zeit aus dem Wänden irgendwo kommt oder so. Verdammt, ist hier jemand mit einem Bulldozer durchgefahren? Ja, so wie im restlichen Ödland. Ja, das hauen wir mal auf. Das gefällt der bestimmt. Ja, die ist, glaube ich, so auf Schlösser knacken, ne? Gauner Action, sag ich mal. Ah, komm schon. Ah. Meine Güte. Das aufzubrechen. Ja, sag ich doch. Ja, ich habe, glaube ich, noch so ein paar Sachen, die ich herstellen könnte, ne? Stimpacks zum Beispiel. Ich immer Antiseptikum ab, ne? Da kann man auch an Erfahrungspunkte kommen, ne? Soll ich mir vielleicht überlegen, ob ich die nicht immer verkaufe? Was ist mir wichtiger, Erfahrung oder Kronkorken? Nur je höher die Erfahrung ist, desto eher leveln die, glaube ich, mit die Gegner, ne? Das ist blöde. Glaube ich jedenfalls. Die mitleveln. Cool. Oh Gott. Ne. Noch nicht. Da ist noch einer. Ja, sieht so aus gegen Fallout 3, ja. Noch nicht vollkommen verblödet, ey. Wir sollten von hier verschwinden. Au. Kommt ihr bekackten Zombies! Ja, Zombies, das ist ein Bild, mit dem ich was anfangen kann. Ah. Alles im Getriebe. Das war überraschend einfach. Da kann es doch nicht gewesen sein, ja, oder? Die Mission ist ja abgeschlossen, aber hier läuft bestimmt irgendwas rum. Das ist so dunkel, ne? Ich habe echt wortwörtlich Angst, ein bisschen. Dass da irgendwas richtig Heftiges kommt. Manchmal packt mich die Verzweiflung und ich suche nach dem Koch-Sherry. Wenn du verstehst, was ich meine. Koch-Sherry, was? Luca-Cola-Sherry? Auf Begriffe zu benutzen, die ich nicht verstehe. Viel zum Knacken auf jeden Fall, ja. Geschafft. Macht altes Zeug richtig? Verstehe ich nicht. Die Zeit ist doch schon längst vorbei. Ring der Ruhe oder was? So, gib mir das. Ich brauch Stahl, ich brauch viel Stahl. Irgendjemand oder irgendwas spielt uns. Hat sich ja wehgetan. Als ich in der Nähe meiner Basis ein bisschen rumgelaufen bin, meinte irgendwie so ein einzelner Raider. Hey Josh. Meinte irgendwie so ein einzelner Raider mich zu überrumpeln. Eine Teilrüstung. Ich sollte mal so Dinger auch vielleicht mitnehmen. Ich habe das Gefühl, dass ich schon nach diesem Part hier wieder mein Ding ins Leere, mein Inventar und verkaufe und so.
Deswegen kann ich mich hier ein bisschen voll laden, habe ich das Gefühl. Alter, wie schnell er angerannt kam, ey. Meine Herren. Was? Wo kommt der immer her? Also was? Ja. War doch keine Munition verschwinden für euch. Also da kommt ein sehr legendärer, was wahrscheinlich ist. Boah, ist so dunkel hier, ne? Boah. Oh, oh. Aber ne? Dann gehe ich aber glaube ich nicht zu den Minutemen wieder zurück, ne? Die mir immer wieder irgendwelche Sachen geben werden, die ich erledigen muss. Oh hi. Minutemen, ja, okay, das Zeichen Leute da wahrscheinlich, dass hier welche drin sind, ne? Gewesen sind, meinte ich natürlich. Oh Gott. Guck mal her. Buff. 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 So. Gule waren auch schon mal stärker. VTS verbessert, was? Ja, niedrige Aktionspunktkosten, ja super. Leider ist die Waffe dafür richtig behämmert. Lasermuskete. Doppelläufige Shotgun ist jetzt nicht so gut in dem Spiel. Obwohl du hast auch eine, ne? Aber kann ich dir ja geben, aber die benutzt ja kein VATS, deswegen. Das ist auch ein bisschen Verschwendung. Oh, blaue Farbe. Oh, hallo, Geschichten eines Dörfleischverkäufers. Dann nochmal ja. Dauerhaft bessere Preise, wenn du beim Händler kaufst. Hm. Verdammt nochmal ja. Wie er sich so freut, ey. Hat schon mal gelohnt. Wieder so was, was ich eher offscreen gebrauchen könnte beim Verkaufen. Naja, boff. Zack. Hier schon. Wahrscheinlich muss es da auch noch was geben. Ich meine, ich habe schon eine Zeitschrift gefunden. Sehr viel Besseres werde ich, glaube ich, hier nicht mehr finden. Und eine Wackelpuppe hätte ich nichts dagegen. Dann wäre der super duper Markt echt super. Wie schön. So, ich dachte, ich könnte da trinken, also wegen den guten alten Zeiten. Ja, ich glaube, wir haben ja aber gleich alles, ne? Ja, seit der heute einmal abgestürzt ist, tue ich mal ein bisschen intensiver speichern. Da hat jemand, ja. Ist noch ein Ghoul. Oh, warte. Modemagazin und so. Ich hoffe, ich finde irgendwie
mal jemanden, der was mit denen anfangen kann, oder sind die einfach nur zum Verkaufen? Ich glaube ja, ne? Was? Ist der eine, den ich gerade gesehen habe? Natürlich kommt ja aus dem Nichts her. Hinter mir ist auch kaputt gemacht und ich sollte mal einen Right Away benutzen. Stimpaks brauche ich nicht. Ich kann mich ja automatisch heilen. Mein Perk war nur sehr langsam, aber besser als die ganze Zeit das Ding zu müssen. So, wo bin ich jetzt gewesen? Wo ich hier bin, ich umgelaufen, genau. Glaube ich, hier alles erkundet. Was haben wir hier noch? Nee. Also, null Treffer. Wir sind dann jetzt zu nah, war schon immer so nah. Many. Very. Nein. Mein Gott. Sink. Mein Lieblingsrang aus Tetzblabis. Past. Ma, schon wieder nur. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Geschafft. Face. Jawohl. Selbststeuerung, nein, Protektonsteuerung, den kann man machen. Safe würde ich gerne so aufschließen, wegen den Erfahrungspunkten. Ist aber schwachsinnig, so was. Jetzt an Safe neben Geschafft. Ich meine, dann kannst du die so oder so öffnen, aber trotzdem. Wenn du das den Safe öffnest, wäre glaube ich besser. Wegen Erfahrungspunkte mäßig. Sie chillt schon hier und wir können hier abhauen, glaube ich. Steht schon mal, der ist abgeschlossen. Missionsabhängig ist er wahrscheinlich, ne? Wenn man Mission irgendwie da abgeschlossen hat, dann kommt da wahrscheinlich mal. Ja, hier ist abgeschlossen. Dann von hier kam ich, ne? Ja. Hallo, wo kommt ihr auf einmal her? Protektron, wo ist mein Protektron? Warte, war gar nicht so schwer. Ja, wie kann man abwehren? Achso. So. Cool. Na, jetzt habe ich schon wieder Strahlung. Aber raus hier. Nicht zu bewegen. Aber raus hier. Commonwealth. Okay. Sehr schön. Zeitschrift gefunden, womit wir besser verkaufen und kaufen können. Ist auch schon mal was. Okay. Würde ich sagen, wir gehen als nächstes nach Nordhagen Beach, ne? Im Ladescreen habe ich irgendwie was Interessantes gelesen, und zwar, dass das Commonwealth schon an sich sehr gefährlich ist, aber je weiter man nach Süden geht, so gefährlicher wird es irgendwie so. Da hat man nur so ein Bild von der Todesklaue gesehen, also ja. Super. Ja, Mission abgeben, Erfahrungspunkte einsacken. Kein Level abbekommen. Boah, der Gatling Laser.
Doch er braucht immer eine kurze Zeit, um anzulaufen, bevor er schießen kann. Boah, der Gatling-Laser. Ich warte ja schon, bis die ersten Supermutanten damit rumlaufen. Das waren die schwersten Gegner im Fallout 3. Mit ihrem verdammten Gatling-Laser. Und dieser Tri-Beam-Laser. Wenn so drei Schüsse auf einmal mal abgibt und einen vollkommen zerstört. Konntest du diese Ghule erledigen? Aber ja. Ich habe diese lästigen Ghule erledigt. Wirklich? Das sind großartige Neuigkeiten. Ich weiß. Mehr nicht. Fass mich wieder zu dem zurück. Der gibt mir dann direkt die neue nächste Mission, ne? Ich hoffe wirklich, das sind nicht so wiederholbare Missionen, so wie in Skyrim. Wenn man die Story so durchgespielt hat, glaube ich. Oder in den Tavernen konntest du immer irgendwie, weiß nicht, wurdest irgendwie random zu irgendeinem Ort hingeschickt. Und musstest dann irgendwie so einen Banditenanführer oder irgendwie sowas erledigen. Das waren wiederholbare Sachen. Und auf solche habe ich gar keine Lust. Okay. Ah ne, kann ich ja nicht hier einlagern. Strong sein, hungrig. Boah, halt du die Klappe. Ich hab den mal irgendwie in meine Dings hier. Wow, das hat jetzt gerade sehr gestockt. Hat. Ich sitze immer noch von der Glotze. So viele Boah, der Menschen hält einfach nicht die und Klappe. viele Weil ich habe den mal in der Tankstelle eingeladen, damit er da ein bisschen chillen kann. Und der hält einfach nicht die Klappe. Die ganze Zeit ist er am Labern. Jeden einzelnen Gedanken ist Supermutanten. er am Aussprechen. Okay, ruhen wir uns kurz aus. Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Nein. Ich habe die Ghule erledigt, die der Siedlung so viele Probleme gemacht haben. Das freut mich zu hören, General. Ist schwer genug hier. Da sollten sich die Leute nicht auch noch um Ghule Sorgen machen müssen. Ich habe da noch was, das ich mit dir bereden Boah. muss. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Okay. Aber niemand will dahin, solange die Käferplage dort nicht beseitigt ist. Oh, nee. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Okay, Und das kann ich bevor du dich machen. versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Was stand da jetzt? Ich habe da jetzt nicht lesen können. Hi, Kate. Nehmen wir Taffic ein Bootshaus ein. Ich glaube, irgendwie sind wir nur damit beschäftigt. Ne, aber da sind wir wenigstens beschäftigt mit. Und dann nähern wir uns immer weiter hier und hier in Country Crossing. Dürfte ich ja neu in dem Part hier schaffen, ne? Kindergrippe, Green Top, okay. Da war, wo war? Im, weiß ich nicht. Wo drei, vier Parts ungefähr waren, glaube ich. Ne, da war schon länger her. Wo die Notsignale waren, irgendwie. Wir erstmal gefunden haben, Part 253, irgendwie sowas. Ich reg halt immer noch auf, dass ich die Quest für Paladin Dance noch nicht abgeben kann. Plastische Chirurgen, wo sind denn die? Es ist noch keiner einzigen gesehen. So, wo muss ich hin? Da ist schon wieder so ein Bunker, merke ich gerade. Müssen wir mal da lang, schade. Nee, doch, warte. Wo jetzt? Doch, da hin, müssen wir. Also, da müssen wir noch in dem Part schaffen, oder? Außer da kommt auch wie beim letzten Mal ein Käfer mit einem Fatman oder so. Was weiß ich. Statt ein Raider mit einem Fatman kommt da so ein Käfer mit einem Fatman. Boah, sind ja viele Orte, die man nicht kennen. Das ist eine Kirche, glaube ich. Au, was? Problemlegen geht. Ihr bloß weg, ey. Aber ich habe ich die Schnauze voll. Das hat er mich wieder durcheinander gebracht. Ich will jetzt nichts anderes erkunden, weil sonst komme ich nur durcheinander, wo ich schon war und wo nicht. Ja, mein Bootshaus wäre in der Nähe des Sees irgendwo, aber.
Scheint nicht. Er ist ja ein Haus, das Boot verkauft. Oh Gott! Wo ist das? Der war gut. So war auch ganz gut. Alle Ghule im Spiel auf einmal hier triggern. Ist sie überhaupt? Hi, na, komm her. Nicht, nein, ich die ist viel zu mächtig. Ich schwöre, da war was. Ich hoffe, das Auto schießen. Wie ist der denn angerannt gekommen? Ja, ich glaube, in dem Part wird das nichts mehr, weil ich hier schon wieder abgelenkt werde. Allen möglichen Sachen. Oh, jetzt jemand. MedTech Research, was? Ah, das hier? Okay. Ja, das große Gebäude könnte wahrscheinlich sein. Radar, ja. Ist nicht der allersicherste Ort gewesen. So, wo muss ich jetzt schon wieder hin? Da rein. Bin schon wieder von alles abgelenkt hier. Ich ging 10 Milliarden Gute kämpft habe. Irgendwas ist da, lass mal das. Oh Mann, echt. Wollte schon sagen, wo bist du? Na, da. Das könnte eine gute Strandhütte für mich sein. Aber ich muss ja so ein Kack-Ding da platzieren. Natürlich sind die Viecher da. Was? Ah! Was zum? Die sind einfach explodiert vom Weiten. Okay, ich treffe was, das ist gut. Komm her. Ich dachte, die dazugehörten. Machen wir mal. Oh, was kommt da raus? Ich mache noch in dem Part platt. Da oben seid ihr. Raus. Von euch alle nieder, wenn das sein muss. Roter Witwenblutkäfer, was? Ich gesehen.
keine schwarze Witwe. Eigentlich gar nicht. Ding, ja, komm. Gut, dass du da festhängst, ne? Nein, ne? Es geht. Da war so ein Feiger auf einmal. Okay, sehr gut. Ah, und den knacken wir auch noch im Part. 31 Minuten, ja, so muss das. Cool. Schon wieder was. Ma, okay. Ja, hockt aber noch irgendjemand herum, habe ich das Gefühl. Na gut, ich weiß nicht, wo hier noch einer ist. Aber ich würde sagen, ich beende den Part hier. Ja, bist du. Ja, sehr gut. Dann beende ich den Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wo ich dann hier das Peildingen anbringen werde. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.